Moin Leute, heute Morgen hat der Postbote bei mir geklingelt und die Gigabyte RTX 3080 vorbeigebracht. Die werden wir nämlich jetzt gleich zusammen unboxen, dann werde ich sie einbauen und dann spielen wir ein Oktoberfest-Map und zwar in Minecraft. Die Pixelbiester haben nämlich was richtig Geiles gebastelt und da wir direkt diese Grafikkarte an Bord haben, können wir natürlich das Ganze auch mit Raytracing spielen. Und ey, Gaming OC 10G und sie kann leuchten, die Grafikkarte. Oi. Leute, ich will auch gar nicht so tun, als wäre ich der absolute Experte in Sachen Grafikkarten, aber selbst ich habe mitbekommen, dass die 3080 was ganz, ganz Leckeres ist. Dafür spricht auch die absolut krasse Nachfrage. Momentan will ja absolut jeder die 3080, deswegen nochmal ein großes Dankeschön schön an Gigabyte, die mir hier die Karte zur Verfügung stellen. Jetzt gucken wir doch mal. Machen wir das Ding mal auf. Mein Kopf ist auch so halb abgeschnitten. Aber so machen das doch die Tech-YouTuber auch immer. Die haben dann auch immer so eine Kamera, die so von oben kommt. So, was haben wir denn jetzt hier Leckeres? Einmal Graphic Cards Quick Guide. Oh ja, hier, 4 Jahre Garantie. Loggerfloggig, Aorus hier. Ach so, wenn du dich dann da registrierst, dann kriegst du nochmal ein extra Jahr. Ah, okay. So, jetzt gehen wir aber ran an das Ding. Oh, Leute, da ist das Ding. Vorsichtig. Den, 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 den. Das ist aber auch ein dicker Oschi. Schön mit den 3 Lüftern, die alle ja beleuchtet sind. Kann es sein, dass die Kamera gerade Mini-Paluten fokussiert? Mini-Paluten, du musst ganz kurz einmal hier hin. So, jetzt fokussiert das Ding richtig. Können die hier mal abnehmen. Zwar haben wir hier 2x HDMI an Bord und 3x DisplayPort. Als ob, krass. Okay, das ist nicht schlecht. Es ist einfach auch ein richtig dicker Oschi. Aber irgendwoher muss die Rechenpower ja auch herkommen. Ah, hier sind noch irgendwelche Kupferleitungen, ne? Um die Wärme letztlich natürlich von der Platine wegzukriegen, um die zu den Lüftern zu bringen. So, warte, jetzt wieder hier rauszoomen, ganz professionell. Leute, ich werde das Ding jetzt einbauen. Ah, ganz wichtig zuvor, das hat GLP zu mir gesagt, das muss ich machen. Treiber deinstallieren. Bevor man die Grafikkarte austauscht, Treiber deinstallieren. Und dann sehen wir uns gleich unter meinem Schreibtisch wieder. Weil dann baue ich die Grafikkarte ein. Aber ich muss jetzt ganz kurz nochmal die Sachen deinstallieren. Also die Grafikkartentreiber. Und dann installieren wir nachher zusammen auch wieder die neuen. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen unter meinem Schreibtisch. Das hier ist mein Computer. Leider bekommt er kein Tageslicht. Ich muss mal vielleicht überlegen, ob ich meinen Computer mal auf meinen Schreibtisch stelle. Aber nun gut, das ist alles kein Problem. Wir werden jetzt erstmal hier vorne die beiden Schrauben lösen. Ich habe leider auch hier nur den Oschi am Start, aber das funktioniert. So, gelöst. Gelöst. Oh, ganz wichtig natürlich, hier noch alles lösen. Da, Grafikkarte raus. Und jetzt kommt der neue dicke Oschi rein. Oh, let's go. Ich muss sagen, ist schon immer geil. Weil man einfach weiß, dass gleich ordentlich Power in den PC kommt. So, Grafikkarte ist drin. Jetzt müssen wir nochmal die Schrauben reinhauen. Und das Ding braucht natürlich Strom. Entweder geht das Ding jetzt an oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Nee, das Ding leuchtet doch. Ja, astrein, guck euch das an. Wunderbar, let's go. So Leute, jetzt werden wir schnell die Treiber noch installieren. Ja, ja, kann da entpackt werden. Jetzt wird geguckt, okay. Ja, ich hätte gern Grafikkartentreiber und GeForce Experience. Express empfohlen, ja. Ha, sehr geil. Und jetzt warten wir einfach, dass alles installiert ist. Mann, was ist das eigentlich bei meinem Rollo? Kommt trotzdem noch die ganze Zeit Sonne durch. So Leute, die Treiber werden jetzt installiert. Perfekt, das Nvidia-Installationsprogramm ist beendet. Ja, ja, ich möchte jetzt neu starten. Er hat mich eben schon einmal rausgeschmissen. Das ist ja logisch, wenn Treiber installiert werden. Aber jetzt einfach nur noch einmal restarten und dann ist alles fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Minecraft-Oktoberfest-Map. Inklusive ein bisschen Raytracing. So Leute, wir haben uns ganz kurz teleportiert und zwar zum Oktoberfest. Allerdings, wie man da oben sieht, in der Paluten Edition. Guckt euch das an, das sieht mega geil aus. Leute, wir werden jetzt ein paar Attraktionen zocken, beziehungsweise Minispiele, dann werden wir Sachen freischalten. Unser Hauptziel ist es insgesamt 40 Punkte zu erreichen. Momentan haben wir 0. Das Ganze haben übrigens die Pixelbiester gebaut. Die kennt ihr sicherlich von noch dem ein oder anderen Projekt. Schaut sehr, sehr gerne mal bei denen vorbei. Die sind auch in der Videobeschreibung verlinkt.
Diese Map kann man auch selber zocken. Im Minecraft Marketplace. Grüße gehen da auf jeden Fall raus an die Jungs und Mädels, die das hier gebastelt haben. Ich finde das so geil. Da oben, Palutena München. Ihr seht auch, ich habe das extra hier nicht ausgeblendet. Das kann man auch machen, wenn man möchte. Sehen wir hier auch oben rechts GeForce RTX 3080. Und ich würde doch mal sagen, guck mal hier. Die roten Punkte hier sind, glaube ich, die Minispiele. Und damit können wir dann zum Beispiel hier die Achterbahn freischalten. Ah, das ist auch das Münchner Riesenrad. Weil hier, guck mal, die haben auch echt viele Details mit eingebaut. Da hinten ist die Bavaria, soweit ich weiß. Guten Tag, Kollege, na? Schicke Lederhosen. Ui, GeForce RTX. Stimmt, wir können jetzt ja auch kurz mal den Test machen. Mit Raytracing an und Raytracing aus. So, Leute. Jetzt ist RTX an, RTX off, aber wir machen es natürlich wieder an für die erste Attraktion, beziehungsweise erste Minispiel da vorne. Hallo Maudado, beziehungsweise Maudado Schneckchen. Oh, ich liebe diese Details, die sie hier eingebaut haben. So, Gustav, ich würde jetzt ganz gerne eine Runde Blasted spielen. Ich brauche 25 Punkte. Ja, danke. Ich bin Team... warte mal, ich hatte Team Rode Edition. Ja, ja, hier. Bam. Okay, einfach abballern. Jawohl. Alter, das gibt's doch auch immer auf dem Rummel hier. Ah, wie heißt das denn nochmal? Wo man auch so ein kleines Ding da hat. Das kann man einmal mit den Dart-Dingern, aber man kann auch so eine kleine Luftpistole oder so bekommt man da. Erster, 5 Punkte. Ja, Team Rot hat gewonnen. Ja, vielen Dank. Danke, lieber Gustav. Ich gehe jetzt nochmal weiter gucken. Was kann ich denn hier bei Ingrid? Hallo. Ah, hier, Schneckchen fischen. Ja, das würde ich ganz gern. Ich bin wieder Team Rot. Wie geil ist das denn? Oh, oh Gott. Was ist das denn jetzt? Wo muss ich euch denn hinbringen? Hallo? Oh Gott, das wollte ich... Achso, ich habe jetzt aber... Ich habe einen Punkt. Achso, ich muss die Roden schnappen. Oh, jetzt habe ich plötzlich 0 Punkte. Komm mit. Wieso denn minus 1? Muss ich die blauen? Ah, ich muss die blauen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss einfach dann letztlich... Ja, hier nochmal die blaue. Sehr gut. Hallo, Mr. Grüne. Geht das auch? Nee. Ja, Team Rot hat gewonnen hier. Guck mal, jetzt habe ich den Autoscooter freigeschaltet. Ja, perfekt. Servus, Hans. Ja, ich würde ganz gerne. Ja, ich habe es freigeschaltet. Perfekt. Ach, guck mal, jetzt kann ich jetzt hier loggerfloggig. Ich hätte ganz gerne hier den blauen, bitte. Wo muss ich den? Oder brauche ich den goldenen für den goldenen Schlüssel oder was? Oh Gott. Oh. Ach so, ich muss das hier vorne wahrscheinlich, wie man das auch immer macht. Man steckt doch den immer da so vorne rein. Oh. Ich hab's aus Versehen kaputt gemacht. Ah, guck mal hier. Ja, wunderbar. Jetzt läuft das Ding. Jawohl. Ich bin weg, Leute. Oh, guck mal, es ist jetzt sogar richtig Nacht geworden. Was ist das denn? Hallo, Edgar. Ja, perfekt. So sind wir ja viel schneller. Ah, und jetzt auch diese ganzen Lichteffekte. Ah, hier auch dieser Freefall Tower direkt beim Horror. Oh, alter Schwede. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Oh ja, hier beim Blast It kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Warte mal, wenn wir jetzt hier... RTX on? Ja, gut. RTX off. Hier sieht man es echt richtig gut, was das ausmacht. Deswegen machen wir es lieber wieder an. So, wir müssen jetzt nochmal was Neues hier freischalten. Hier vorne. Moin, Sir Heinrich. Ich habe mich gerade schon warm gefahren. Was ist das denn hier? Als ob. Ich reite auf einem Schwein. Los, Edgar, schneller. Warte mal, wir machen mal ganz kurz. Time, set, day. Ah, so sieht's doch auch wunderbar aus. Ist das geil. Also die Map ist halt perfekt, um sie auch gegen seine Freunde zu spielen. Nur ich habe keine Freunde. Gisela, was hast du hier? Oh, ein Spiegelkabinett. Oh Gott, ey, ich werde hier ewig drin bleiben. Hilfe. Oh, ich habe mir da schon so oft den Kopf gestoßen. Ich war ja auch oft auf dem Hamburger Dom. Und da gab es auch immer so ein Spiegelkabinett. Seitdem mache ich das auch nicht. Ich kriege ja nur Kopfschmerzen vorn. Hilfe. Oh ja, was ist das denn? Finish the maze. Ich habe es geschafft. Jawohl, jetzt habe ich die 20 Punkte. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Ah, das Ferris Wheel. Also das Riesenrad. Entschuldigen Sie. Paletto muss zum weltbekannten Riesenrad. So. Guten Tag, Friederike. Ah, GeForce RTX. Ja, ich möchte gerne hier einmal Platz nehmen. Dann mach einmal Start.
Ah, guck mal, da ist nochmal diese Statue, diese Bavaria. Und irgendwie ist auch das Armbrustfestzelt, Schottenarmbrustfestzelt oder so am Start. Ich kenne mich da auch nicht so hundertprozentig aus. Gehen wir jetzt mal in dieses Horror-Ding? Ja, servus, Peter. Ah, ich muss hier Monster wegmachen. Ui. Oh, oh Gott, ah! Oh! Oh, das, Alter, wie krass das aussieht. Also, was war das? Oh Gott. Hört auf, ihr komischen Zombies. Hört auf, mich zu vergiften. Schnell durch, ich will hier durch, ich will hier durch. Schnell nach unten. Alter, all diese Säule, warte mal. Da möchte ich jetzt ganz kurz mal, wenn wir uns das hier angucken. Oh, das hier angucken. ATX off. Krass, dieser Unterschied, es leuchtet halt einfach null. Und jetzt wieder ATX on. Ja, geiles Ding. So, bisschen Parkour. Mann, wer lacht denn hier? Hören Sie bitte auf, mich auszulachen. Oh, mein Bein ist gerade eingeschlafen. Oh, es wacht auf. Ich glaube, ich habe es geschafft. Hier rein in den Exit. Was bist du denn? Was bist du denn? Alter Schwede, geh weg. Geh weg. Guck mal, da sieht man die Reflexion gerade. Alter. Oh, ich habe ihn. Da, ich habe es geschafft. Oh, Gott. So, Leute, wir schweben über dem Oktoberfest. Wir haben insgesamt 25 Punkte erreicht. Das ist schon nicht schlecht. Falls ihr ebenfalls das mal spielen wollt, schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Dort sind die Pixelbiester verlinkt. Für die Leute, die sie vielleicht gar nicht kennen, das sind Mapbauer. Die haben unter anderem, wie gesagt, auch diese wunderbare Map gebastelt, diese ganzen Minispiele. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und vor allem gehen Grüße raus an Gigabyte. Ich muss sagen, das war eine sehr, sehr nice Kooperation. Eine coole Idee, cool umgesetzt. Und was noch geiler ist, Leute, ihr könnt jetzt was gewinnen. Und zwar eine von insgesamt 3 Gigabyte ATX 3070 VGA. Schaut dazu auch gerne in die Videobeschreibung. Dort sind alle wichtigen Sachen verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.